Bonner Premier, ein Jena Stehen und Raboteus. Ich habe WD40 genommen. Hier ist das alte Rohrblatt. Und es ist ein bisschen abgenutzt im Vergleich zum neuen. Den Unterschied sieht man aber kaum. Und ohne WD40 kriegt man es nicht in Gang. Mit WD40 und dem Ende von so einem Holzmeißel. Hier sieht man, dass das Holzende von dem Holzmeißel gelitten hat. Habe ich es geschafft, das einfach seitlich rauszudrücken, wie das hier in der Betriebsanleitung stand. Und ich muss es jetzt noch festschrauben und dann kann ich weiter rubbeln. Man sieht auch, dass es hier beweglich ist. Ich kann es mal zeigen hier. Das muss erst beweglich werden, sonst kann man es nicht richtig ausschrauben. Das ist wirklich schön fest. Das kann ich nicht mehr sagen. Das nimmt noch weiter raus als das alte Feuer. Das sitzt da. Das sitzt. Hat auch reingepasst. Ich muss da aufstellen. Dann sehe ich morgen, ob es funktioniert hat oder nicht. Also, dann muss ich hier die 40-Pampe nur wegmachen. Dann habe ich hier das alte Rohrblatt und das gewechselte neue. So, das Werkzeug kommt wieder dahin, wo es hingehört. Hier rein. Ich auf jeden Fall irgendwie hinten, das kriege ich auch noch hin. Und dann bin ich erstmal zufrieden. Wie gesagt, wenn man an so eine Probe hier von heißt das Bosch hier. O40-28C Professional. Heißt das, wenn man Zahnbürste Bosch Professional braucht man leider wirklich hier Fischöl. Anders kriegt man es nicht. Ja. Und der Rest ist ein bisschen gefrickelt. Geht aber. Ging erstaunlich schnell. Tschüss.